Ja, pumpen Sie noch und blasen Sie noch? Ja, selber? Nee? Das ist ganz was von gestern, ja? Weil wir haben das Beste aus dem Katalog hier für Sie. Und da wird das alles automatisch gemacht, ja? Mit unserer tollen Luftpumpe. Da sind Sie dann bestens ausgerüstet und die können Sie sogar mitnehmen. Das ist wirklich genial. Also passen Sie auf, die braucht man einfach. Weil jetzt kommt ja wieder das Frühjahr und da ist man auf den Radtouren unterwegs, da fährt man in den Urlaub und da gibt es schon mal einen platten Reifen, ja, beim Auto oder beim Fahrrad. Oder Sie möchten auch mal so einen Wasserball aufpumpen, das Schwimmtierchen für die Kinder zum Beispiel. Und da will man da ja nicht selber irgendwie stehen und oder dann Autoreifen, ne, oder so. Sie wissen schon, was ich meine. Ne? Absolut, Kathi. Wir wissen alle, was du meinst. Und liebe Zuschauer, es ist sowieso besser, wenn man immer sein eigenes Zeugs dabei hat. Genau. Das fängt natürlich beim Werkzeug an und hört bei der Luftpumpe noch lange nicht auf. Aber um die Luftpumpe geht es halt heute. Und was wir heute haben, liebe Zuschauer, das ist bei uns wirklich ein Top-Produkt, weil die ist unfassbar beliebt. Wir haben hier eine Akku-Kompressor-Luftpumpe. Das heißt, wenn ich die so ein bisschen höher halte, genau da, das heißt, da haben Sie keine Kraftanstrengung mehr, die macht das alles für Sie. Das heißt, die Luft aus der Umgebung wird angesaugt, wird dann auch hier auf die richtige Druckgröße gebracht und dann einfach hier ganz bequem Reifen aufgepumpt oder eben auch ein Spielzeug, wie zum Beispiel ein Fußball, ein Handball, Basketball oder auch hier Kinderspielzeug zum Schwimmen, zum Planschen. Und das ist halt hier ganz einfach und vor allem für Sie in der Bedienung einfach, denn Sie sehen es, wir haben hier so ein kleines digitales Display. Und wir haben hier im Grunde nur drei Knöpfe. Einmal hier ein aus und hier, wenn ich drücke, aktiviert sich automatisch das Display. Jetzt sehen Sie es. Jetzt gehe ich her und wähle hier meine richtige Größe aus. Das ist in dem Fall hier Bar. Und wenn ich jetzt hier Plus und Minus betätige, stelle ich eben hier meinen Druck ein. Den lasse ich jetzt hier mal auf 2,6 Bar. Ich möchte Ihnen nämlich gleich ganz praktisch was zeigen. Wir brauchen allerdings noch zum zum Aufpumpen hier unser Anschlussstück, liebe Zuschauer. Das ist im Lieferumfang mit enthalten, so wie alle anderen Anschlüsse eben auch. Beispielsweise das angesprochene Kinderspielzeug oder auch Fahrradventile. So, jetzt wird das hier angeschlossen. Ne? Und das Schöne ist natürlich, liebe Zuschauer, wenn man es so hält wie ich, dann ist es falsch rum. Das kann Ihnen jetzt nicht mehr passieren, denn Sie sehen ja gerade, so ist falsch. Es kommt natürlich hier auf die andere Seite. So, dann haben wir das alles wunderbar angeschlossen. Und jetzt gehen wir hier rüber an Reifen. Na, dann sehen Sie das gleich mal. Das ist ein ganz normaler Autoreifen. Und wenn wir das hier so haben, zack, dann wird das hier so angeschlossen. Und hier, ganz toll, es ist eben auch schon dabei, an diesem Anschlussstück speziell für Alufelgen oder auch für Stahlfelgen von Autos und eben auch für diese speziellen Ventile, die dann zum Einsatz kommen, der Aufsatz, dann wird das hier einmal festgedrückt und jetzt ist das auch hier richtig fest drauf. Und jetzt verfolgen Sie das nochmal mit mir zusammen. Ich komme mal zu Ihnen runter. Wir haben hier unsere Barzahl eingestellt. Das machen wir jetzt nochmal, um einfach zu gucken. Jawohl, 2,6 will ich haben. Und jetzt drücke ich hier auf Pumpen. Und jetzt wird der Reifen hier aufgepumpt. Sie hören es an diesem kleinen, leichten, säuselnden Kompressorgeräusch. Das heißt, jetzt habe ich im Grunde mit dem Pumpen des Reifens gar nichts mehr zu tun. Ich muss nur hier unsere Akku-Kompressorpumpe festhalten. Und es passiert alles ganz automatisch und ist ganz einfach. Und liebe Zuschauer, wenn der Reifen dann irgendwann seinen Druck erreicht hat, hört die Pumpe auch automatisch auf. Das heißt also hier, man kann gar nichts falsch machen. Bedienfehler ausgeschlossen, denn die Pumpe, die regelt das alles. So leicht und einfach ist die Technik heute. Und das, liebe Zuschauer, geht natürlich nicht nur hier am Autoreifen, sondern das geht auch am Motorrad, das geht natürlich auch am Pedelec, am Fahrrad. Das ist ganz bequem, denn Kathi, du hältst schon die wichtigen Teile in der Hand. Wir haben nämlich speziell hier, um dieses kleine Teil geht das, für Fahrradventile so einen kleinen Aufsatz mit dabei. Der wird dann hier einfach mit eingesteckt, wird auch arretiert. Und jetzt können wir ganz normale Fahrradventile aufpumpen. Das heißt, egal was Sie zu Hause haben für ein Ventil, Sie haben immer hier den richtigen Aufsatz dabei. Und weil die Kamera gerade eben uns so nah zeigt, in der Perspektive zeige ich Ihnen nochmal hier einen ganz wichtigen Aufsatz. Der ist eben für
Bälle, für Basketbälle, Handbälle, Fußbälle. Wunderbar geeignet. Hier dieser Nadelkopf, mit dem man dann ins Ventil sticht. Und dann haben wir auch noch für Kinderspielzeug, liebe Zuschauer, auch der passende Aufsatz dabei. Hier so ein kleines Plastikröhrchen, spitz zulaufend vorne, wird hier einfach auch vorne drauf gedreht. Und dann kann ich hier Kinderspielzeug, eine Luftmatratze, so ein kleines Luftmaträtzchen oder auch ein Schwimmring oder sowas, eine Schwimmhilfe aufblasen. Also, das ist ganz ideal und vor allem, liebe Zuschauer, es ist Ihre, die gehört Ihnen, die haben Sie immer dabei. Sie sind nicht mehr auf fremde Luft angewiesen. Und wenn Ihre Pumpe zu Hause sowieso den Geist aufgegeben hat und Sie schon lange eine suchen, dann ist jetzt genau der Moment, wo Sie sagen, Mensch, zu dem Preis so ein tolles Produkt hier, das nehme ich mit. Ja, und Sie müssen sich nicht mehr selber abmühen, da irgendwie irgendwas aufblasen. Gerade so ein Schwimmtierchen oder sowas, da ist man ja beschäftigt, wenn man das selber dann irgendwie mit dem Mund aufblasen muss. Gottes Willen, ne? Da kriegt man ja, wenn es dann auch noch heiß ist, direkt Kreislauf. Ne? Das braucht man alles nicht mehr. Da haben Sie Ihre angenehme Akkupumpe hier dabei. Einfach zack, dran schalten und fertig, dann wird das automatisch gemacht. Und auch für die Fahrradreifen, wie praktisch ist das? Bitte sensationell, oder? Und dann auch für die Autoreifen. Sonst muss man immer schauen, zu welcher Tankstelle fahre ich. Ja. Andreas, du kennst das auch. Und dann sind die auch oft gar nicht mit diesen Stationen ausgestattet. Das hatte ich auch neulich. Da war überall dieses Dings defekt. Und dann wusste ich gar nicht mehr, wo ich hinfahren soll. Ne? Das ist im Grunde der Zustand, der Urzustand, den man an Tankstellen vorfindet, liebe Zuschauer. Mir passiert das ganz oft. Ich bin ja viel mit dem Auto unterwegs. Wir sind alle viel mit dem Auto unterwegs. Sie wahrscheinlich auch. Und dann ist es natürlich so, man möchte öfters mal den Reifendruck kontrollieren. Man will ja sicher unterwegs sein. Und dann ist es oft so, wie Kathi das sagt, entweder sind die defekt, funktionieren nicht richtig oder die sind gar nicht verfügbar. Gerade wenn man abends zum Beispiel unterwegs sind, dann haben die Tankstellenbesitzer oder das Personal schon oft weggeräumt, weil ja bald Feierabend ist. Aber sie haben natürlich ihre Luftpumpe immer dabei, Handschuhfach, Kofferraum. Schöne ist natürlich auch, liebe Zuschauer, der Akku kann ja immer wieder aufgeladen werden. Wir haben ja da irgendwie keinen großartigen Batterieverschleiß oder auch ein Kabel, das Sie brauchen. Nein, Sie laden den Akku auf und das geht auch am Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs, Ihres Reisemobils. Also hier haben Sie wirklich auch alle Möglichkeiten und sind völlig flexibel und unabhängig. So ein tolles Gerät jetzt hier für 54,06 €. Das gönnt man sich einmal und dann hat man wirklich was Vernünftiges hier. Ja, du zeigst uns jetzt gerade, wie schnell das geht. Ja, das wollte ich dir mal ganz kurz zeigen, wenn wir hier so einen Luftballon aufpumpen. Liebe Zuschauer, jetzt sehen Sie mal, wie schnell das geht. Ich habe jetzt wieder ausgemacht, weil es ja doch laut und stört uns jetzt gerade so ein bisschen in unserer Moderation. Aber das geht halt auch rasend schnell, ne? Muss man ganz klar sagen. Und liebe Zuschauer, auch unsere Kunden sehen das so. Denn wir haben auch die ein oder andere Zuschrift bekommen, die sagt, ich nutze das beim Kindergeburtstag beispielsweise, um die ganzen Ballone aufzublasen. Ja, da muss man nicht mehr selber pusten, blasen, sondern zack, das wird schnell gemacht. Die ganzen Ballons sind im Nullkommanichts dann hier alle wunderschön und man kann toll dekorieren. Wir haben so viele tolle Kundenzuschriften bekommen. Die, wenn Sie uns auch schreiben wollen, dann gerne. Sie können uns auch gerne Videos schicken, das freut uns immer sehr. Hier die Kunden alle begeistert. Ja, die haben uns alle geschrieben, sie können uns auch schreiben an redaktion@pearl.tv oder halt auch gerne Videos schicken oder Fotos. Schreiben Sie uns dazu, ob wir das Material verwenden dürfen. Hier zum Beispiel, ganz toll im Beitrag, mit der Akkukompressor-Luftpumpe kann ich alles problemlos aufpumpen. Ob kleine Kinderplanschbecken, Luftmatratze, Fußball, ich bin vollkommen begeistert, vielen Dank. Oder auch hier ein toller Beitrag, den wir bekommen haben. Wir haben die Luftpumpe im Campingurlaub mitgenommen und es vor der Abfahrt und vor der Rückfahrt benutzt, um den Reifendruck des Wohnwagens zu kontrollieren und zu komprimieren. Einfach den Solldruck einstellen, den Knopf drücken, alles andere passiert automatisch. Damit spart man sich das umständliche Fahren mit dem Gespann zur nächsten Tankstelle. Ne? Also eine super Sache. Die Bestellnummer für Sie nochmal, die NX1377 und die 569. Jetzt können Sie hier anrufen und bestellen. Das ist Ihre neue Akkukompressor-Luftpumpe. Die erspart Ihnen wirklich viel Fahren, viel Anstrengung. Damit machen Sie jetzt alles richtig und wir wünschen Ihnen viel Freude damit.